Fundgegenstände von verschiedenen Orten in Dalmatien oder Italien. Ich suche also in den letzten Jahren eigentlich doch mehr oder weniger immer die gleichen Orte auf und finde hier meine Sachen. Aber so einfach finde meine Sachen ist das nicht, weil wenn man zu viel will oder zu viel finden will, dann findet man überhaupt nichts oder kaum was. Was wichtig ist, dass man da eine Haltung bekommt, dass man nichts will, dass man sich gehen lässt, dass man eigentlich kein Ziel hat, dass man auch Umwege und Abwege geht. Und gerade da wird es dann meistens interessant. Wenn man also nichts finden will, dann findet man was. Es gibt ja da so einen Satz, den einmal ein Künstler gesagt hat aus Österreich, für ihn ist nichts wollen das Schwerste. Das ist natürlich in unserer heutigen Zeit kontraproduktiv, weil jeder ein Ziel hat und das Ziel will er halt erreichen. Aber manchmal denke ich auch, merkt man dann, wenn man das Ziel erreicht hat, fragt man sich, ob man das überhaupt wollte. Zufall ist in meinen Arbeiten eine ganz wichtige Sache und ich bin immer eigentlich sehr dankbar, wenn der Zufall kommt. Natürlich muss man merken, dass das ein Zufall ist, gell? Und ich prüfe dann, ob ich den Zufall gebrauchen kann oder nicht, aber meistens kann ich diesen Zufall gebrauchen. Das heißt, ich finde einen Gegenstand, der mir etwas bedeutet und den ich dann für meine Bilder verwenden kann. Die Gegenstände, die ich suche und dann finde, sind meistens von der Zeit gedemütigt, von unserer Gesellschaft ausgespien, vom Wind und Wetter gebleicht, verformt, abgeschliffen. Es sind also Bruchstücke, Zeugnisse vom Lauf der Zeit, Zeugnisse auch von irgendwelchen Unglücken oder Geschehnissen, und diese Gegenstände versuche ich dann formal und formgerecht zu ordnen oder zu komponieren, wobei auch gegenständliche Bilder oder auch gegenstandslose entstehen können, zum Teil auch Schiffe und Flugobjekte.
Vielleicht ist generell noch zu sagen, dass also die Bilder bei dem Atelier stehen und dass ich nicht weiß, was aus den Bildern einmal werden wird. Und das interessiert mich auch nicht so stark. Manchmal findet jemand einen Zugang und er hat einen Draht zu den Arbeiten und dann will er das halt haben. Aber ich denke doch, dass man die Künstler leben nicht ewig und auch die Bilder leben natürlich nicht ewig. Es ist also ein riesiger Irrtum, wenn man glaubt, dass man in seinen Bildern weiterlebt. Auch die Bilder leben also nicht ewig. Es geht also eigentlich nur um das Machen und um das Tun. Was dann passiert, das ist dann wieder eine andere Sache. Oder was nach dem Tun passiert, das ist dann offen und kann man nicht vorhersehen.